Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Überlimit. Okay. In der letzten Folge haben wir versucht, hier dieses Ultra-Secret zu finden. Was aber nicht funktioniert hat, weil ich habe keine Ahnung. Die ganze Zeit sind irgendwelche Sachen gemacht worden. Nach links. Hä? Warum? Hä? Ich versteh's nicht. Rückwärts oder was? Der sagt mir, ich soll nach links gehen. Also gehe ich nach rechts. Dead End. Was? Ich bin da noch gar nicht durch, wieso sagst du? Ich gucke jetzt immer genau in die entgegengesetzte Richtung von dem Männchen. Ich verstehe es nicht. Das ist so weird. Nee, versteh's nicht. Nee, hä? Hä, hey, immer da, wo ich hingucke, ist sowieso dicht. Was? Das ist jetzt was, das versteht kein Mensch. Ein Schwimmbad. Mit einem Würfel. Der Würfel ist weg. Hey, wie komme ich hin? Da oben. Das riecht jeder vierte Mensch, dass man da hoch kann. Keine Ahnung, wie aber man kann. Ja, aber so komme ich da ja gar nicht hin. Was ist das? Das ist so verwirrend. So, du da sollst groß. Ist aber
nicht da hinten runterfallen. Du sollst auch nicht da runterfallen! Blöder Würfel, echt. Ich flipp aus. Man kann da hoch. Ja, ich hab schon Hass auf dieses Spiel entwickelt. Nach so kurzer Zeit waren. Du sollst doch einfach nur da den Würfel platzieren, dass ich von hier da drauf hüpfen kann. Und den Sprung schaffe ich nicht. Weil das Spiel wieder nur rummeckert. Ja, du bist zu schwach. Was ist, wenn ich von hier hüpfe? Geh da jetzt hoch. Der ist in deiner Armhöhe. Jetzt. Ja, da kommt man hoch. Ich habe jetzt aber keine Lust weiter zu gucken, ich gehe jetzt einfach weiter. Und mach die blöde Musik weg, echt. Wieso macht das überhaupt keinen Spaß? Wenn man weiß, wo ein Secret ist, aber es trotzdem nicht erreicht. Jetzt ist unsere Mini-Soda kaputt gegangen. Hier haben wir eine Dame. Super, was habe ich mit der... Ach. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Da soll man wahrscheinlich sogar hoch? Weiß es nicht, weil durch die Tür kann man ja so oder so. Ist dahinter vielleicht irgendwas, was nicht da sein soll? Oh, und dann hier. Auch wie die Kisten platziert sind. Werd doch groß! Blöd, Mann, echt. Ja, komm, ich weiß, da kann man hoch. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Wenn es so weitergeht, dann hole ich mir irgendeinen Flugmodus für das Spiel. Irgendeine Mod, mit der man fliegen kann. Ich glaube auch, da soll man... Ich glaube auch... Ne, ich glaube nicht, da soll man hoch, aber da ist ein Secret. Hör doch auf, runter zu fallen! Ach du blödes Pferd, echt. Ich lasse es mit den Secrets, ich laufe einfach noch durch. Was ist hier passiert? Ja, da oben waren 10 Secrets. Hier ist auch ein Secret, das sieht doch jeder. Ach nee, das ist dann nur für die Leute, die nachgucken wollen. Oh, ich habe da oben ein Secret verpasst. Vielleicht ist doch eins hier unten. Dann sagt das Spiel, nee, hier unten. Ist keins. Hier waren wir vorher schon. Da gibt es so 1.000.000% ein Secret, wenn man den Würfel nicht aufhebt. Mann, ich hasse dieses Spiel langsam. Das ist echt... Genau, das passiert dann das da. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Wenn es hier kein Secret gibt, bin ich enttäuscht. Was? Dann war da vorher auch ein Bauplan, das lag da nämlich auch. Jetzt, wie komme ich da hoch? Ich nehme den Würfel einfach nicht in die Hand. Tausender IQ! Finger weg von der Maus. Nur benutzen, um zu dingsen. Hier muss es ein Secret geben, sonst ist es unfair. Please use another door. Ach komm, das ist doch nur für die Leute, die das extra nochmal nachgucken wollen. Deshalb bauen die kein Secret ein. Aber da oben ist was. Seht ihr das? Das ist unfair. Überall. Ich weiß, wo jedes Secret ist. Und wenn ich mal eins erreiche von den Secrets, dann heißt es...
Ja, du, aber nö, also heute nicht. Ja, wenn man es nimmt, wird man sogar noch wegteleportiert hier. Also, warum werde ich hier auf einmal so... Nein, hallo? Nein! Du lässt mich zurückspielen. Außer, das ist ein Secret. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will jetzt kurz gucken, ob das ein Secret ist. Das ist ein Secret! Okay, und hier gibt es wieder irgendwo was mit Sternen. Mit perspektivischem Gucken. Das da so? Ich weiß es nicht. Also es bilden sich hier wirklich irgendwelche Sachen, wenn man sich richtig hinstellt. Aus dem größten Sternhaufen. Das steht hier. Aus den größten Sternhaufen bilden sich irgendwelche Figuren. Frag mich aber nicht, was es sein soll. Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich doch hier hin muss? Keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben noch so ein Secret-Gedöns gefunden. Das war aber auch easy zu finden. Wenigstens eine Sache, die einfach ist im Spiel. Hiermit haben wir wieder ein Secret gefunden, das mich trotzdem nicht wirklich glücklich macht. Ey, das ist... Ja, und wieder hier! Ja, Leute, ich bin davon angetan, Secrets zu finden. Ich finde dieses Spiel extrem cool und ich will wirklich jedes verblödete Secret finden. Du musst verstehen, dass es möglich ist, komplett zu completely exhaust your supply of dreams. Thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Es ist exakt der gleiche Raum wie vorher. Okay, hier haben wir ja schon das Dings gefunden gehabt. Lauf. Jetzt nicht diesen blöden Würfel anklicken, aber hier das dann nehmen. Das Spiel ist doch darauf ausgelegt, dass es du, wenn du Secrets willst, keine. Was? Ah, wenn man es loslässt, okay. Ja, aber wie willst du hier was finden? Oh, das ist nur noch hin und her gelaufen, weil du nicht weißt, oh, bin ich jetzt richtig oder doch nicht oder vielleicht nicht doch. Und hier ist man falsch, weil hier gibt es gar nichts. Wo bin ich denn überhaupt? In welcher Dimension bin ich denn jetzt? Das gab es vorher nicht, sonst hatten wir immer so schön ein Haus, was man durchlaufen konnte und so. Aha. Bitte lass mich da nach hinten können. Okay. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Doch, hier waren wir schon mal bei einer anderen Stage und da oben gab es was drin, da konnte man sich hoch dingsen, ja. Da konnte man sich hoch cheesen. Perception is reality. Ja, over. Hä? Hier ist nichts mit Perception, ne? Ich hab. Hier ist auch nichts oder so an Wegbeschreibung da. Okay, das scheint schon mal ein wichtiger Hinweis. War halt also da. Ah! Mann, ist das ein weirdes Typ, dude. Use the sync carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Okay, hier geht's hin. Nee, doch, hier geht's weiter. Ich trau mich nichts mehr zu drücken. Wenn du weißt, dass alles passieren kann, wenn du irgendwas machst.
Als ob. Wir haben aus irgendeiner Perspektive hier ausgemacht, wollten drüber und dann war alles. Hä? Du kommst in dieses Spiel? Du spielst dieses Spiel? Du hast Kopfschmerzen von dem Spiel. Das ist so die chronologische Reihenfolge, die der menschliche Körper in diesem Spiel durchlebt. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bewertet den Part gerne. Ciao.